Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Lamia ist wach, Carlos ist wach, Dominik holt gerade Brötchen, Joanna schläft noch und die Lamia zockt hier Animal Crossing. Und ein neuer Bewohner. Die hat einen neuen Bewohner bekommen. Wir frühstücken jetzt. Der Tisch ist schon soweit fertig gemacht, gedeckt von mir. Carlos spielt übrigens noch oben. Ich habe gerade noch mal eine Runde gewischt. Und ja, ich wollte euch ganz viel Spaß bei unserem Vlog wünschen. Heute werden nämlich die Fenster für mein Gewächshaus angebracht. Ich bin mal sehr gespannt, wie das alles funktionieren wird, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Auf jeden Fall viel, viel Spaß bei dem heutigen Vlog. So, morgendlicher Rundgang durch den Garten. Wir haben gefrühstückt und ich bin zu dünn angezogen. Es ist zu kalt heute. Es sind ja wieder so typisch Deutschland, ne? Temperaturschwankungen ohne Ende. Ich werde mich gleich aber auch noch ein bisschen fertig machen. Aber der morgendliche Rundgang durch den Garten muss natürlich sein. Hier wächst alles richtig schön. Jeden Tag, wenn man in den Garten kommt, sieht man immer, dass es ein bisschen mehr gewachsen ist. Ich habe hier gestern so ein bisschen Unkraut gepflügt, die Erde so ein bisschen umgegraben. Und die Radieschen, die kommen jetzt richtig raus. Also man sieht richtig die Reihe, die ich gesät habe. Rucola ist auch super. Aber ich denke, ich muss eins rausnehmen, weil das wahrscheinlich viel zu viel sein wird. Und werde ihn umpflanzen eventuell. Mal gucken. Und leider, der Basilikum, also der ist irgendwie ziemlich angefressen. Der geht, der sieht gut aus, aber der muss wachsen, der wächst nicht so richtig. Der muss noch höher gehen, das ist alles so auf dem Boden. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Kräuterschnecke. Und die Tomaten, die habe ich jetzt gestern tatsächlich alle umgepflanzt in die Speisfässer und schön angegossen. Und ja, die machen auf jeden Fall einen stabilen Eindruck, also sieht sehr, sehr schön aus. Ich zeig euch jetzt mal was. Ich freue mich da so drüber, wenn ich hier so durchlaufe. Selbst der Dominik sagt, boah, du bist voll Naturfan geworden. Wenn die Bienen einfach hier, ja, sich den Nektar holen und so, das ist voll schön, weil man ja genau weiß, dass die ja sowieso nicht so viel Raum haben, wo die halt den Nektar halt einsaugen können und dass die immer weiter aussterben. Deswegen freut mich natürlich, dass ich einen schönen Garten habe, wo die sich hier austoben können. Und dieses Jahr ist tatsächlich so, dass es viele Bienen gibt. Also man hört die überall, also nicht diese Wespen, diese aggressiven, sondern wirklich Bienen, die einfach nur von Blume zu Blume gehen, alles bestäuben. Und ach, ich mag das total gerne. Und dann beobachte ich die auch und finde das total schön. Ich wollte eigentlich noch ein Foto schießen, aber ja, dann ist sie dann doch weggeflogen zu der nächsten Blüte. Und ich gehe tatsächlich jeden Tag, jeden Abend gehe ich durch den Garten mit meinem Eimer und einer kleinen Schere und schneide alles, was verblüht ist, ab, damit die immer wieder nachwachsen. Und das funktioniert richtig gut. Also normalerweise kaufe ich am Anfang der Saison Blumen und dann sind die verwelkt alle und dann kaufe ich keine mehr. Aber so dieses Jahr möchte ich wirklich, dass der komplette Sommer hier in schöner Blütenpracht erblühen kann. Und bis jetzt klappt es auch ganz gut. Dominik sagt, wann machst du wieder? Ich muss meine die verblühten Blüten abknipsen, damit die neuen, die kommen, halt nicht dann auch ja, direkt kaputt rauskommen, beziehungsweise auch genug Energie kriegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reingehe. Ich will mal kurz die Süßkartoffel angucken. Die sieht auch ganz gut aus. Hat auch schön viel Feuchtigkeit. Das ist gut. Die ist auch gewachsen. Die ist richtig gewachsen. Guckt euch mal an, die hat echt einen Schuss gemacht. Richtig cool. Sehr schön. Guten Morgen zusammen und einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Unser Wochenende war auf jeden Fall nett. Haben viel im Garten geschafft. Da hat Rosi aber alles mitgefilmt. Das könnt ihr in den Vlog sehen. Und ich habe heute frei, weil unser Auto immer noch in der Werkstatt ist. Da ist ein Fehler drin und die haben das am Freitag nicht hingekriegt, den zu beheben. Deshalb ist er heute immer noch da. Ja, und ich bin zu Hause. Ich wollte aber euch noch eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar ist gestern
Ja, was heißt, was passiert? Aber schon eine Kleinigkeit vorgefallen, die in unserem Garten so ein kleines bisschen verändert. Das wollte ich euch mal erzählen. Und zwar hat ein Pärchen mehrere Hühner aus Legebatterien gerettet. Ich glaube über 100 Stück oder so. Die haben einen Bauernhof hier bei uns und haben da jetzt erstmal die Hühner aufgenommen und versuchen die jetzt zu verteilen. Also das waren Hühner, die haben wirklich in kleinen Ställen gelebt und nicht mal auf dem Boden, sondern die haben auf wahrscheinlich auf Stangen gesessen. Ich habe es nicht gesehen, aber die haben noch ganz lange Krallen und hatten also nie die Chance irgendwie zu scharren oder sowas. Also sich die Krallen natürlich abzuwetzen, sage ich mal ganz einfach. Deutet auf keine gute Haltung hin, auf jeden Fall. Und wenn ihr die Hühner seht, erkennt ihr auch sofort, dass sie keine gute Haltung hatten. Also ich habe mir jetzt gestern 5 Stück von diesen knapp über 100 Hühnern geholt, weil ich einfach auch nicht mehr Platz habe hier. Und ich will natürlich jetzt nicht unseren Hühnerstall vollstopfen, dass die anderen Hühner auch kein schönes Leben mehr haben. Ne? Also wir haben jetzt insgesamt 10 Hühner, 5 hatten wir vorher ja schon. Und 5 habe ich gestern noch dazu geholt. Die versuche ich jetzt hier ein bisschen aufzupäppeln. Und ich wollte euch die mal zeigen, wie so Hühner aus Legebatterien aussehen. Nicht gut auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt erstmal unsere. Da. Die kennt ihr ja, das sind unsere Hühner. Da. Volles Gefieder, denen geht's gut auf jeden Fall. Picken hier gerade noch Futter rum. Da ist unsere graue. Ich bin hier übrigens gerade so ein bisschen am Verändern, deshalb sieht das so doof aus hier. Da kommt noch so ein Sandbad rein und sowas, damit die sich ihr Gefieder auswaschen können. Aber auf jeden Fall, das sind unsere. Und jetzt schaut euch mal die 5 an, die ich gerettet habe gestern. Das sind die. Und wenn ihr jetzt mal genauer hinschaut, seht ihr das da, wie gerupft die ist zum Beispiel. Oder die auch. Da, also die saßen in ihrer eigenen Kacke, die saßen nur auf Stangen. Und das sind halt Eier, die man teilweise im Laden zu kaufen kriegt. Ne? Das ist echt nicht schön und sollte einem auf jeden Fall auch zum Nachdenken geben. Auf jeden Fall hoffe ich jetzt, dass wir die hier aufpäppeln können. Und die Federn wachsen nach. Kommt immer darauf an, ob die abgebrochen sind oder komplett rausgezogen sind. Also ich hoffe, ein paar wachsen nach und bei den anderen sollten bei der nächsten Mauser eigentlich die Federn dann nachwachsen. Und dann sehen die auch nach einiger Zeit hoffentlich wieder hübscher aus und fühlen sich hier auch wohler. Die haben sich gestern die ganze Zeit hinter dem Stall versteckt, weil die Angst hatten. Den habe ich jetzt zugemacht, seitlich. Also die saßen dahinter, ne? Da ist so ein kleiner Weg, den habe ich zugemacht. Und den anderen Stall da hinten, den habe ich auch zugemacht, damit die jetzt nicht rein können, damit die zusammenbleiben. Und ihr seht ja, die vertragen sich auch, ne? Unsere, die bleiben zwar erstmal zusammen hier, die 5. Ja, ist auf jeden Fall übel, finde ich. Also wenn man das so sieht, denkt man darüber nach, ne? Was für Eier, ob man die Eier nicht beim Bauern kauft lieber oder sowas. Ich bin froh, dass wir unsere eigenen Eier haben, nur unsere legen natürlich nicht regelmäßig. Ne? Die unsere legen immer, wenn das Wetter besser wird, wenn die Tage länger werden, weil ich auch kein Licht im Hühnerstall habe. Und deshalb legen die im Winter so gut wie nicht. Ja, also wir lassen die ja auch in Ruhe, das sind jetzt keine Hochleistungseierleger, Hennen oder sowas, sondern die sollen machen, wie sie möchten. Wir freuen uns immer über die Eier, aber da wird nicht künstlich nachgeholfen mit Licht im Stall und was weiß ich nicht alles, damit die mehr legen. Also das auf jeden Fall nicht, sondern die sollen hier ein schönes, freies Leben haben und ich hoffe, die 5 beiden Fünfergruppen werden sich gut integrieren. Und ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Wir gucken uns das Ganze mal in 3 bis 4 Wochen nochmal an. Dann zeige ich euch die Hennen nochmal. Mal gucken, ob die dann schon... Jordan und ich waren jetzt gerade zusammen einkaufen. Wir waren bei C&A und haben ein paar coole Klamotten gekauft. Die haben da echt extrem viel reduziert. Guckst du auf einmal so, minus 6 Rabatt, minus 6 Euro Rabatt, minus 8 Euro ist so wow, okay. Hätte man sich vielleicht das ein oder andere Teil auch noch dazu holen können. Ich brauchte nämlich auf jeden Fall neue Unterwäsche, weil mir passt alles überhaupt vorne und hinten nicht. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall erledigt. Und dann waren wir noch beim Aldi und haben dort auch noch eingekauft. Wir brauchten, der Kühlschrank war leer. Also der war echt komplett leer. Wir haben jetzt ordentlich eingekauft. Ich denke mir, das reicht jetzt so für 3-4 Tage. Und dann geht es dann wieder zum Einkaufen. Wenn wir keine Zwiebeln und keine Kartoffeln haben, dann ist wirklich bei uns
Ende im Gelände. Der Lamia habe ich übrigens so T-Shirts mitgebracht vom Aldi. Fand ich ganz, also die Joanna hat die gesehen und fand die so süß. Und dann haben wir die einfach mal mitgebracht, die 116. Für Carlos hatten die auch ganz schöne da, aber das war nicht in seiner Größe. Aber die sind so jetzt vom Kindergarten. Sie geht ja jetzt wieder bald in den Kindergarten. Da sind die immer ganz praktisch. Aber meistens haben die Mädels dann immer das gleiche an. So, und jetzt wird alles eingeräumt. Ich habe sogar Mehl bekommen. Also ich glaube, jetzt ist echt wieder alles... Also wenn du Mehl und Toilettenpapier und Hefe bekommst, dann ist wieder alles normal. Dann wird alles gut. Und das wird es auch. Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Wenn jetzt alles hier gemeinsam ausräumen. Hier, mein Schatz, kommt in die Tiefkühltruhe. Das kommt auch in die Tiefkühltruhe. Ich mache heute ein Thermomix-Rezept. Das habe ich nämlich in der Zeitschrift gesehen, in dieser Thermomix-Zeitschrift, die ich abonniert habe. Sah ganz, ganz lecker aus. Und dann wird es das heute geben. Ich will wenig Platz. Er muss aufräumen. Mach Platz, indem du aufräumst, mein Kind. So, die Joanna wird jetzt auch ein bisschen mehr in den Großteil einbezogen. Wenn die schon keine Schule hat und so. Ist ja jetzt alt genug. Und hier. Nachgemachte Müller-Tränke, Joanna. Nachgemacht? Ist ja nicht original, aber im Endeffekt ist das genau dasselbe, ist nur eine andere Verpackung drauf. Das ist auch wahrscheinlich aus der gleichen Firma. Da wette ich alles für. Müllermilch. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Da steht aber nicht Müllermilch drauf. Müllermilch ist die Marke. Aber es schmeckt genauso. Milsani-Milch. So. Das war's. Jetzt wird alles eingeräumt und dann sehen wir uns gleich wieder. Guck mal, wie cool dieser Joghurt ist mit Marshmallows. Yummy. Wie dieser Kakao, dieser amerikanische, mit diesen Mini-Marshmallows. Gibt's das? Die haben wir auch immer, die habe ich gesucht, als ich mit dem Carlo schwanger war. Echt? Weißt du nicht mehr, diese Kakao-Dinger, also Tüte, und dann waren da ganz viele kleine, bunte Marshmallows. Mhm. Nein. So, ich zeige euch jetzt mal, was wir gerade gekauft haben bei C&A. Also, als erstes haben wir bei Aldi für Lamia was geholt. So, T-Shirts. Da ist eins mit Papagei und mit Melonen. Dann hat Mama eigentlich gesagt, das sieht schön aus für mich. Also das wäre was für mich und hat sich dann gekauft. Aber ich werde es bestimmt auch mal anziehen. Aber ich glaube, sie wird das zum Schlafen anziehen, oder? Ja. Wirst du es zum Schlafen anziehen? Nein. Okay. Da sind so Glitzersteine am Herz. Also im Herz. Das würde schon gut aussehen, diesen neuen Shorts, die wir von Shane gekauft haben. Vielen. Das ist so dieser Look, Crunchy, Rock'n'Roll Look. Das sieht voll schön aus und das ist, guck mal, das muss ich auch nochmal sagen. Die hatten da so, an den Klamotten so Punkte und bei Rot waren 50% und bei Blau waren 30%. Dann hat meine Mutter sich noch die Jogginghose hier geholt. Ist nicht die weiße? Nee, ist nicht die weiße, ist die beige Farbe. Warum hast du nicht ein M geholt? Weil die nicht M hatten. Was? Auch nicht? Nee. Okay, dann eine Jogginghose in L, aber es ist ja eh innen so breiter und so länger. Und das kann ich mir essen. So, oh Mann. Die ist, welche Farbe ist das? So beige. Regenfarben so. Auch mit diesem Bund und die ist eigentlich ganz cool, aber ein bisschen groß. Die gab es nur in L. Und dann habe ich mir noch eine High-Waist-Hose geholt, in mal grau, habe ich auch noch nie gehabt, glaube ich. Nee, deswegen hat mich das gewundert, weil das eigentlich gar nicht seine Farbe ist. Die ist voll schön. Ich probiere die gleich nochmal an, weil die habe ich gar nicht anprobiert, aber die wird mir eh passen. Und dann noch eine High-Waist-Mom-Jeans. Die hat Löcher. Das ist auch meine erste Hose mit Löchern. So, und... Die ist ja unten auch so offen, also breit man nicht. Und die saß richtig gut, oder? Ja. Genau, ich finde das auch voll cool mit den Löchern. Aber schön. Und das haben wir dann noch gekauft. Was ist das? Wir haben jetzt gegessen. Ich zeige euch nochmal, aus welchem Heft ich das Rezept habe, und zwar ist das aus dieser Ausgabe hier, die ist gerade aktuell. Ich habe das ja abonniert und habe ich das gesehen und kam auch sehr gut an. Bei Lamia jetzt nicht so und bei Joanna auch nicht, ja, Couscous. Aber die haben trotzdem was gegessen und haben danach noch von mir ein Brot gekriegt. Aber so an sich
war das nicht so deren Geschmacksrichtung. Dann Pfannkuchen und, ne, Kroketten, so das Übliche, was die Kinder mal essen. Aber ich musste jetzt einfach mal irgendwas Gesundes essen. Ich habe 3 Kilo zugenommen und ich habe mir tatsächlich eine Jogginghose gekauft und das ist echt die Größe L. Ich fühle mich selber total unwohl, weil meine ganzen Klamotten, ich habe ja eigentlich so S oder M, ja, und die sitzen ganz normal, aber mittlerweile passt mir nicht eine einzige Jeans. Und das sind wieder diese typischen Kilo, die ich wirklich nur hier zunehme und sonst nicht. Also hier und hier. Und ich muss unbedingt wieder Sport machen und mal auf meine Ernährung achten. Das Ding ist tatsächlich, dass der Dominik und ich echt spät abends noch uns das zu essen machen. Und teilweise um 10:30, 11 Uhr abends, wo wir normalerweise schlafen gehen, uns hier noch was brutzeln oder in den Backofen schmeißen oder uns noch ein Eis reinpfeifen oder weiß der Geier. Und das muss auf jeden Fall jetzt aufhören. Jetzt kommt der Sommer, steht so kurz vor der Tür und ist am Klingeln. Und anstatt, dass ich meine Ziele, was das angeht, erreiche, falle ich irgendwie voll zurück und noch schlimmer als vorher. Für mich gesehen jetzt, ja. Ja, deswegen musste auf jeden Fall wieder gesunde Ernährung. Das war sehr, sehr lecker. Das gibt es dann entweder heute Abend oder morgen nochmal zu irgendwas. Ich schau mal. Ich werde meine Ernährung jetzt wieder vernünftig angehen und auch wieder Sport machen. Ich denke, ich werde heute Abend joggen gehen. Dann werde ich auch noch morgen früh im Leistungszentrum anrufen, dass ich da trainieren kann. Ich habe keinen Bock, da im ABC-Keller zu trainieren bei der Elena, weil die da alles mit so Klarsicht, also man hat so eine Trainingsbox und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, null Bock, um so eine Klarsichtsfolie da zu trainieren. Da wäre ich einfach nur bekloppt. Aber Joggen geht und Leistungszentrum geht auch. Sie kooperiert ja mit den beiden, sprich ich kann also auch da einfach trainieren und das werde ich jetzt auch machen. Ich habe letzte Woche ein paar Mal versucht da anzurufen, aber irgendwie ging da nie einer ans Telefon, ganz merkwürdig. Ich werde es morgen früh dann nochmal versuchen, dass ich einen Einweisungstermin bekomme. Und jetzt zeige ich euch auch noch, was wir übrigens alles bei einem Gewächshaus gemacht haben. Wir waren natürlich da auch wieder sehr fleißig. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Entwicklung. Aber wenn das komplett fertig ist, wird es auch wirklich noch ein ganzes Video geben, von Anfang bis Ende, wie die Fertigstellung jetzt war. Also viel Spaß! Ja, das passt eigentlich schon ganz gut. Meinst du hier oder was? Da könnte Metall kommen. Ne? Fängt das an Feuer? Erstmal nicht. Okay. Und dann an der Kante entlang. An der Schnur entlang. Richtung jetzt? I'm finna jump for this shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the ideas. We got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the fields, they vivid for the ears. I know that's how they like it. Yeah, I fantasize it. Tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I fit it. I let them hear the fear of a passive aggressive. Think we black man with a passion. Steady grip while I shoot to the stars with a full clip. Chatting line with a loose sleeve. Then I proofread till I lose sleep. Couldn't handle the truth in your bed with the writing. Love at first sight shit, art over hype shit. Need a sound bite for the time capsule. Press play, they pause time for a bit. Smitten, I admit it, cause they could get, I'm in love with the... Carlos, zweites Paket ist auch angekommen vom Bett. Wurde auch mal Zeit. Der Dominik musste das übrigens irgendwo an der Tankstelle abholen gehen. Einen Teil haben die hierhin geliefert und den anderen Teil haben die an der Tanke abgegeben. Und jetzt ist aber alles da und ich denke, dass wir morgen Nachmittag dann Carlos Bett aufbauen werden. Wenn man vom Teufel spricht hier. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, hol du mal ein Elsa-Kleid. Ja. So, ihr Lieben, ich habe gerade schon mal den Vlog angefangen zu schneiden. Und der Dominik, ne, gar nicht. Die Lamia hat einen Vlog von uns geguckt. Ich habe einen Vlog geschnitten und die Lamia hat einen Vlog von uns geguckt. Und zwar von vorgestern oder irgendwie die Tage. Und da hatte ich nämlich die Blumenerde gekauft und gesagt, dass ich mal eben 150 Kilo in den Wagen geschleppt habe.
Dominik sagt aber, das sind keine 150 Kilo. Weil 100, also 50 Liter sind nicht 50 Kilo. Hätte ich jetzt aber gedacht. 50 Liter Erde sind nicht 50 Kilo, nein. Aber 50 Liter Wasser sind 50 Kilo. Ja. Hä? Weil ein Liter Wasser 1 Kilo ist. Aber warum ist denn nicht ein Liter Erde Ja, nicht ein weil Kilo? Liter das Volumen ist und nicht das Gewicht. Ein Liter Wasser ist aber zufällig auch 1 Kilo. Was ist das? Aber ein Liter Erde oder ein Liter Federn sind ja auch nicht 1 Kilo. Oder ein Liter. Also Weiß ich ist das nicht. nur für Wasser? Kann man mal was du sagen willst. Ja, Du wie hast viel auch war ein das denn 10, jetzt du hast auch ein, gewogen? du hast auch deine Speisfeste, die du gekauft hast, war auch ein 10 Liter Speisfass. Ja. Weil das die Maßeinheit ist. Aber sind keine 10 Kilo dann da drin. Wenn du Wasser mal reinmachst, ja. Und wenn ich Erde Nein, reinmache, 10, nicht? 10 Liter Erde ist kein 10 Kilo. Wie viel Kilo waren das denn jetzt? Soll ich jetzt mal googeln? Pass mal auf. Also für mich waren das Was jetzt wiegt 150 Kilo. ein Hat sich auf jeden Fall 50 so angefühlt. Liter Sack Deswegen konnte ich das wahrscheinlich auch schleppen. Erde? Ja, ach was! Was wiegt ein 60, ein 50 Liter? Was man bei Google alles findet. Ich muss das jetzt einfach nur mal mit euch teilen, weil das wirklich sehr lustig war. Als der Dominik das gehört hat, hat er sich schlapp gelacht. Aber Mathe war noch nie meine Stärke. Boah, geil! Das ist ein Scherz. Ich bin jetzt hier in einem Forum, ne? Da schreibt einer, sorry, aber nicht lachen. Wie viel wiegt wohl ein 50 Liter Sack Erde? Weiß das jemand? Da schreibt einer, ich schätze mal 30 Kilo. Dann darunter, ich sag mal 25. So, und jetzt der nächste, ist ein Liter nicht ein Kilo? Dann schreibt einer darunter, bei Wasser schon. Okay, aber ich war nicht die Einzige, die so dumm ist. Ja, wie viel wiegt's denn jetzt? Ja, steht hier nicht, aber die Schätzungen sind so bei ungefähr 20, 25 Kilo. Also habe ich 75 Kilo geschleppt. Nicht 150. Was? Nix. Ich muss mir Ich das noch. lese ihn noch gerade, weil das genau die richtige, genau die gleiche Diskussion war wie jetzt bei dir. Ja. Nein, also, 1 Liter Wasser ist 1 Kilogramm, ja. Aber 1 Liter Erde ist nicht ein Ich hatte immer das, Kilogramm ich Erde. wusste aber nicht. Aber jetzt gar nicht drüber nachgedacht, hat eigentlich, da steht 50 Kilo, 75 Kilo, 5 Kilo und nicht in Liter. Warum wird denn Erde in Liter gedings und nicht in Kilo? Weil das das Volumen ist. Ist mir auch egal jetzt. Dieses Aquarium hier Ja. fasst 180 Liter. 180 Liter, Ja. 180 Kilo. Ja. Nein. Ja, Wenn doch. du es komplett mit Wasser füllst. Aber hier ist ja unten noch Erde drin, zum Beispiel. Und Steine sind da ja auch noch drin. Und durch die Erde und Steine sind diese 180 Liter, die da reingehen, ja nicht 180 Kilo schwer, sondern Steine sind ja schwerer. Das heißt, hier sind ja grob geschätzt 230 Kilo drin, wenn nicht noch mehr. Verstehst du immer noch nicht, ne? Du hast jetzt einen 1-Liter-Eimer. Ja. Pass mal auf, komm mal her. Guck mal eben. Komm mal mit. So, jetzt geht's los. Wissen für Dumme. Muss ich richtig mitkommen? Muss ich jetzt nach draußen? Ja, eben hier hin. Wie viel ist das wohl, wenn du das als Liter nehmen würdest? Kilo. Als Liter! Wieso sollte ich das denn Zwei? in Liter? Das ist doch ein Stein. Ja, aber der Liter wiegt. ist für mich flüssig. Ja, aber Liter ist eine Volumenangabe. Und die muss nicht zwingend flüssig sein. Erde ist auch nicht flüssig, oder ist die dir Ja, weggeschwommen? deswegen hat mich halt gewundert, warum da Liter steht und nicht Kilo. Ich bin über 50 Kilo ausgegangen. Auf jeden Fall wiegt dieser Stein bestimmt 5 Kilo. Ja. Ist aber als Volumen vielleicht 2 Liter oder anderthalb oder so, schätze ich mal. Also ist der schwerer als Wasser. Verstehst? Ja.
Ja. Verstehe schon. Das ist ja schwerer als Wasser. Es ist ja auch ein Stein und kein Wasser. Du gehst, wenn du Liter hörst, gehst du von Flüssigkeit automatisch aus. Ja, natürlich. Aus. Und doch jeder. Du musst dir das aber abgewöhnen. Du musst, wenn du Liter hörst, vom Volumen ausgehen. Von der Größe? Ja, vom Volumen. Okay, haben wir jetzt alle noch was dazugelernt? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Okay, und wie viel fasst jetzt diese Gießkanne? Da sind 10 Liter Wasser drin. Also sind das dann auch 10 Kilo? Weil, ist ja Wasser. Das ist Wasser, ja. Ach, das ist dann jetzt richtig, oder was? Ja, weil es Wasser ist. Ein Liter Wasser wiegt 1 Kilo. Wer hat sich denn so einen Scheiß ausgedacht? Einstein, oder was? Nein. Ich sag hier, Mathe ist überhaupt nicht meine Stärke. Nochmal, ein anderes Beispiel. Guck mal, guck mal eine Mülltonne. Was auf der Mülltonne draufsteht. Dann wird es vielleicht klarer. Kann man schlecht lesen, ne? Da! Wie viel passt in diese Mülltonne rein? 120 Liter. Boah, 120 Liter in eine Mülltonne? Und was haben wir da? Ja da. Und was haben wir da immer drin? Wasser? Oder was haben wir in der Mülltonne drin? Müll. Ah, und ist Müll flüssig, Rosi? Sag mal, wann? Ist Müll flüssig? Ich gehe jetzt. Die Mülltonne hat also ein Volumen von 120 Liter Müll. Dann gut, dass ich nicht alleine die Buchhaltung und die Abrechnung mache. Aber da ist es ja was anderes, daran liegt das. Da geht es um Geld. Gut, dass du da nicht nach Liter rechnen. Ja, sobald es um Geld geht, da ist natürlich alles wieder richtig. Weißt du? Da ist alles klar. Da kann ich auch Prozent rechnen. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall wollte ich das echt mit euch teilen. Und das sprengt jetzt, glaube ich, total den Vlog, aber ist egal. Wenn die Kommentare unten gehen, könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wusstet, dass das so ist oder ob euch das genauso passieren würde wie mir. Das weiß jeder. Nein, der Typ im Forum wusste das nicht. Da gibt es ja sogar einen Forum-Beitrag für. Und bestimmt nicht nur einen. Ich mache morgen eine Umfrage auf Instagram. Jetzt vielleicht noch was anderes. Nee, ist okay. Lassen wir das Thema ist am besten drauf. Okay. Wir lassen das dann für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Zusehen.